Im Einführungsvideo gerade habe ich euch erläutert, dass wir ein Wahrnehmungssystem haben, was ganz stark an die Umwelt, in der Menschen normalerweise leben, angepasst ist. Das hat sich im Laufe der Evolution so ergeben, dass wir ein Wahrnehmungssystem haben, was zur menschlichen Umwelt, also in der Natur, hier auf der Erde, könnte man vielleicht mal so vereinfacht sagen, sehr gut passt. Wir haben auch erfahren schon, dass es Selektivität geben muss im Wahrnehmungssystem, denn sonst wäre dieser Zwist zwischen einer Notwendigkeit nach Schnelligkeit und nach Genauigkeit gar nicht zu lösen. Wenn wir alles wahrnehmen würden, dann wäre es zu langsam, und wenn wir nur wenig wahrnehmen, also das falsche wenig quasi, wenn man so möchte, dann würden wir das nicht mitkriegen, was wichtig ist. Es gibt also eine Selektivität, die irgendwie sinnvoll sein muss, die irgendwie gut austariert sein muss. Und das gibt schon einen Hinweis darauf, dass wir offensichtlich eine Hypothesenbildung in unserem Wahrnehmungssystem haben. Und in diesem Video wollen wir einen ersten Schritt dahin unternehmen, indem wir uns nämlich schon mal angucken, wie denn es denn eigentlich mit dem Auge aussieht. Denn schon am Grundaufbau des Auges kann man die Selektivität, die der Wahrnehmung zugrunde liegt, sehen. Wenn ihr euch zum Beispiel hier diesen Aufbau des Auges mal anguckt, dann seht ihr, ganz vorne ist die sogenannte Hornhaut. Das ist das, was man auch sieht, wenn man jemandem so aufs Auge guckt, was so vor der Pupille ist, so eine gekrümmte Haut. Das ist die Hornhaut. Dahinter ist die Pupille mit der Regenbogenhaut, die sieht man auch noch gut von außen, und dahinter ist die Linse. Die Linse sieht man normalerweise bei den Leuten nicht, es sei denn, die Leute haben einen grauen Star. Dann sieht man die Linse, dann ist die Linse nämlich grau, und dann ist das, was normalerweise schwarz ist, im Auge grau. Wichtig ist für uns das, was auf der anderen Seite ist. Dazwischen ist eigentlich gar nichts, da ist vor allen Dingen Wasser, und auf der anderen Seite dieses kugelförmigen Auges befindet sich der Sehnerv, die Retina. Und auf der Retina gibt es zwei interessante Bereiche. Das eine ist der gelbe Fleck, die Fovea. Die Fovea ist der Bereich, in der genau dieses scharfe und farbige Sehen stattfindet. Und die Fovea ist ziemlich klein. Man kann sich das klar machen, indem man einen Vergleich hat. Es ist 2 Grad des Gesichtsfeldes. Das bedeutet, so Pi mal Daumen im wahrsten Sinne des Wortes, mal Daumen, bei einem erwachsenen Menschen, bei ausgestreckter Hand, entsprechen diese 2 Grad genau dem Daumennagel. Das heißt, nur den Daumennagel sieht man zu diesem Zeitpunkt scharf, wenn man das macht. Alles andere, was auch noch zu sehen ist, ist gar nicht scharf zu sehen, wird vom Auge gar nicht scharf abgebildet. Da muss das Gehirn das dazu konstruieren. Und das tut es so gut, dass wir das üblicherweise nicht bemerken, dass wir wirklich nur einen kleinen Ausschnitt scharf sehen. Außerhalb dieses scharfen Bereiches, und da geht es über das hinaus, was ich eben so mal als Gedankenexperiment hatte, sieht man natürlich auch was. Also wir gucken nicht wirklich nur durch ein Guckloch, sondern wir haben schon ein größeres Wahrnehmungsfeld durch das Auge auch. Aber es ist an den Stellen erheblich unschärfer und die Farbauflösung nimmt auch ab. Dann gibt es einen sogenannten blinden Fleck. Das ist an der Stelle, wo nach hinten der Sehnerv weggeht und dann Richtung Gehirn sich dann da fortsetzt. An der Stelle sieht man überhaupt nichts. Auch das nimmt man üblicherweise nicht wahr, weil unser Gehirn darauf ausgelegt ist, dieses Loch quasi auszugleichen. Es ist auch so gestaltet, dass, wenn man das bei den beiden Augen betrachtet, dieses Loch, dieser blinde Fleck, in etwa so angesiedelt ist, dass da immer die Nase drin liegt. Deswegen ist das kein größeres Problem. Seine Nase sieht man ja auch nicht, und auch das ist eine Leistung des Gehirns, dass man die eigene Nase nicht ständig sieht. Ja, den Sehnerv, der nach hinten weggeht, habe ich euch schon erläutert. Wichtig ist also vor allen Dingen, wir haben die Fovea als relativ kleinen Bereich, ne? Denkt an den Daumen, 2 Grad, und den blinden Fleck, den brauchen wir aber eigentlich für unsere Überlegungen nicht. Wir haben die Fovea als scharfen Bereich und daneben viel Bereich, der weniger scharf ist, der hat andere interessante Eigenschaften. Wenn man sich den Sehnerv anguckt, dann stellt man da fest, es gibt 2 verschiedene Arten von Nervenzellen da drauf. Zunächst einmal ist das Eigenartige, dass der Sehnerv quasi rückwärts beleuchtet ist. Das heißt, ihr seht hier oben auf der Darstellung 2 verschiedene Typen Nervenzellen. Das sind Zapfen und Stäbchen, da sage ich gleich was zu. Und dann nach links hin eine ganze Reihe von Zellen,
die diese Nervenzellen untereinander verschalten. Das ist noch wichtig, das wird noch wichtig werden. Das Licht kommt von der linken Seite, das heißt, das Licht strahlt erstmal durch diese Verschaltungszellen hindurch und trifft dann erst auf die eigentlichen Nervenzellen. Warum das so ist, weiß man auch nicht so richtig. Es muss wohl irgendwie mit der Entwicklung des Kindes im Fötus zu tun haben und wie schnell was gehen muss, dass das so rumgestaltet ist. In der Fovea ist es allerdings so, dass da quasi die Zapfen und die Stäbchen, das sind diese Nervenzellen auf der rechten Seite, seitwärts eingebaut sind, sodass da dieses von hinten durchleuchten nicht so das große Problem ist. Ja, es gibt Zapfen und Stäbchen, habe ich schon gesagt. Die heißen deswegen Zapfen und Stäbchen, weil die aussehen wie Zapfen und Stäbchen. Mehr hat das nicht zu sagen. Also ihr seht da die Stäbchen vor allen Dingen sehr gut und in der Mitte ist ein Zapfen. Eine ganze Reihe jetzt Stäbchen hier und ein Zapfen. Zapfen und Stäbchen sind auf der Retina nicht gleichmäßig verteilt. Genau das ist das Interessante. Und wenn ihr euch das unten auf der Abbildung anguckt, dann seht ihr in der Mitte etwa, wo so eine rote Spitze nach oben geht, das ist die sogenannte Fovea, also dieser gelbe Fleck. Und da ist die Dichte von Zapfen, das sind die Cones, die heißen auf Englisch heißen sie Cones, die ist dort besonders hoch. Und ihr seht, nach außen hin fällt das rapide ab. Es gibt aber überall über die ganze Retina verteilt solche Zapfen. Das andere sind die Stäbchen. Und die Stäbchen sind an dieser Stelle quasi gar nicht vorhanden. Also in der Retina, in der Fovea hatten dann quasi gar keine Stäbchen. Dafür direkt außen drumherum relativ viele. Und dann fällt das nach außen hin ab. Und ihr seht auch das Loch da drin. Das ist der sogenannte blinde Fleck, von dem ich ja eben schon mal gesprochen habe. Wofür brauchen wir Zapfen? Wofür brauchen wir Stäbchen? Stäbchen sind nur bei Dunkelheit aktiv. Das heißt, wenn es hell ist, dann werden diese Stäbchen quasi überladen. Die haben quasi, sind quasi ausgesteuert nach oben und das Auge reagiert darauf damit, dass diese Stäbchen komplett weggehemmt werden. Das heißt, die Signale der Stäbchen, wenn man das mal so ganz technisch formulieren möchte, die werden bei Tageslicht überhaupt nicht gebraucht. Und erst bei Dunkelheit werden die aktiv. Das heißt, die Zapfen, wenn die Zapfen aktiv werden, dann hemmen sie die Stäbchen. Und das braucht immer ein bisschen Zeit. Das kennt man, wenn man von der Helligkeit in die Dunkelheit geht, dann müssten nämlich die Stäbchen aktiv werden, um wieder ein Bild zu erzeugen. Und das Bild ist dann schwarz-weiß, weil es keine Farbempfindung gibt. Und es ist einigermaßen unscharf, weil die Stäbchen nicht so eine große Bildschärfe erzeugen können. Die Stäbchen spielen eigentlich für uns bei der Gestaltung am Bildschirm gar keine Rolle. Für uns interessant sind eigentlich nur die Zapfen, denn wir verwenden ja helle Bilder und verwenden immer Bilder, wo die Zapfen die Hauptrolle der Wahrnehmung spielen. Ja, ihr seht die Verteilung dort und die Verteilung führt dazu, dass das Bild, was man sieht, in etwa so aussieht. Und da seht ihr eben genau diese Begrenztheit dessen, was ein Auge eigentlich sieht. Nur ein ganz kleiner Teil in der Mitte ist scharf und farbig und dann nimmt die Farbigkeit nach außen hin rapide ab. Es ist nicht ganz so wie auf diesem Bild, ehrlich gesagt, denn auch außen nimmt man tatsächlich Farbe wahr. Was nur geringer wird, ist die Farbauflösung. Das heißt, eine große farbige Fläche nimmt man auch am Rande wahr, aber kleine Farbunterschiede oder kleine farbige Bereiche sieht man dann nicht mehr. Was hat das für Konsequenzen für unsere Wahrnehmung, dass wir das so sehen? Es hat die Konsequenz, dass unser Auge ständig die Umgebung irgendwie erwandern muss. Es gibt eine sogenannte Scheinwerfermetapher des Auges. Das heißt, wir erwandern uns das, was wir sehen. Und das machen wir auf eine Art und Weise, wo man diese Hypothesenbildung gut sehen kann. Denn wir laufen das nicht so technisch zeilenweise ab, sondern unser Auge weiß, wo es als nächstes hingucken muss. Unser Wahrnehmungssystem als Ganzes weiß das. Und deswegen laufen wir die wichtigen Bereiche ab. Man sieht das gut an dem Bild von der guten Dame auf der linken Seite. Da hat man Eye-Tracking-Tests gemacht. Das heißt, man hat mit Sensoren geguckt, wie die Augen sich bewegen und wo derjenige gerade hinguckt.
Und da sieht man dann auf der rechten Seite, was die Leute gemacht haben. Sie haben sich das Gesicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise angeguckt. Einmal so außenrum quasi die Konturen des Gesichts angeguckt und dann auf ganz spezifische Stellen des Gesichts geguckt. Vor Augen, vor allen Dingen Augen, Nase, Mund, wie man sieht. Und vor allen Dingen nochmal die Augen. Gerade die Partie der Augen wurde ganz intensiv angeguckt. Was man da sieht, sind die Augenbewegungen. Und alle diese Striche, das sind schnelle Augenbewegungen, die nennt man Sakkaden. Sakkaden des Auges sind wirklich ganz, ganz schnelle Bewegungen. Da unten steht, dass es 500 bis 900 Grad pro Sekunde sind. Das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Das heißt, wenn man das eine Sekunde lang machen würde, so eine Bewegung, dann würden wir mehrfach rum mit dem Auge gehen. Das heißt, die auf der kleinen Strecke, auf der ich das ja nur mache, ist das eine wahnsinnig schnelle Bewegung, die da passiert. Die aber auch immer nur kurz ist. Und zwischen den Sakkaden liegen die Fixationen. Das ist das, wo ich mit dem Auge längere Zeit auf eine Position gucke. Und da, in dieser Zeit, findet dann auch die Überlegung statt oder die Wahrnehmung statt und die Verarbeitung im Gehirn. Die Sakkaden werden uns auch von unserem Wahrnehmungssystem herausgefiltert. Sonst, wenn das nicht so wäre, dann würde uns schlecht werden, denn wir würden dann diese schnellen, ruckartigen Bewegungen wahrnehmen, was wir nicht tun. Das heißt, unser Wahrnehmungssystem ist gut darin, das herauszufiltern. Wie kann man diese Lokalität der Wahrnehmung beobachten? Relativ gut an solchen unmöglichen Figuren, die ihr wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gesehen habt. Also man sieht jetzt hier auf der linken Seite diesen Würfel, dann den Wasserfall, der ewig weiter Wasser fällt, also ein Perpetuum mobile quasi, denn man sieht ja, das Wasser fließt nach unten und das fließt dann weiter und dann ist es wieder oben und fließt wieder runter, oder auch die Treppe, die man da sieht, diese Treppe geht ewig weiter. Das Interessante an diesen Figuren ist, die sind global unmöglich. Das heißt, wenn ihr euch die anguckt, könnt ihr euch relativ schnell klar machen, dass es solche Figuren nicht geben kann. Aber sie sind lokal korrekt. Das heißt, an jede Stelle, an die ihr guckt und wo ihr nur diesen kleinen Teil der Wahrnehmung habt, an jede Stelle davon ist diese Figur völlig korrekt. Aber wenn ihr sie euch im Ganzen rekonstruieren wollt, dann sagt euch euer Gehirn quasi Fehler, Fehler, das geht gar nicht so zu rekonstruieren. Schön auch rechts an diesem Elefanten, ne? Also wenn man unten guckt bei den Füßen und will die Füße zählen, dann hat man unten gar kein Problem, die Füße zu zählen, aber wenn man dann oben guckt, dann stellt man fest, nein, also irgendwie kriegt man diese Figur nicht zusammen, obwohl überall, wo ich einzeln hingucke, überall, wo ich mir ein Detail angucke, es kein Problem gibt in der Wahrnehmung. Kann es zu diesen optischen Täuschungen in realen Situationen kommen? Ja, kann es, aber nur ganz kurz und dadurch fällt uns das in der Regel nicht auf. Und man muss es sich schon sehr kompliziert konstruieren. Ich habe hier ein Bild gefunden aus, ich glaube, Australien. Ich bin mir gerade nicht sicher, es könnte auch sein, dass es in Neuseeland ist. Ich glaube, in Australien ist das. Jedenfalls gibt es da auf einem Kreisverkehr dieses Gebilde. Und das ist ja genauso so eine unmögliche Figur. Wenn ihr euch die anguckt, das kann ja auch irgendwie nicht sein, diese Figur. Aber das ist ein Foto und das Foto ist auch nicht manipuliert. Man kann diese Figur tatsächlich so sehen. Aber nur aus einer einzigen Perspektive kann man diese Figur so sehen. Wenn man nur ein paar Meter an die Seite tritt oder jetzt, wie man hier das tut, auch noch ein paar mehr, dann sieht man schon, aha, die Figur ist ja ganz anders. Nur aus dieser einen einzigen, von dieser einen einzigen Stelle aus sieht diese Figur so aus wie das, was wir gerade da gesehen haben. Das heißt, in normalen, natürlichen Wahrnehmungssituationen kommt das eigentlich nicht vor, dass man dieses Problem hat, dass etwas lokal korrekt ist und global unmöglich ist. Gut, jetzt haben wir über die zentrale Wahrnehmung gesprochen und über die Scheinwerfer-Metapher, die dahinter steht. Es gibt aber dann offensichtlich ja nicht nur eine zentrale Wahrnehmung, sondern es muss ja auch noch da drumherum irgendetwas geben. Was ist denn der Zweck dieses ganzen Drumherums eigentlich? Na, einer der Hauptzwecke des ganzen Drumherums ist, für Empfindlichkeit zu sorgen und für Wahrnehmungssteuerung zu sorgen. Gucken wir uns nochmal das Bild hier an. Es ist eine ähnliche Darstellung, wie die wir vorhin schon mal hatten. Jetzt haben wir oben die Zellen, die Zapfen und die Stäbchen.
Und das Licht kommt von unten da hinein und ihr seht dann unterhalb der Zapfen und Stäbchen eine ganze Reihe von Zellen, die die Zapfen und Stäbchen miteinander verschalten. Diese Verschaltung ist sehr umfangreich. Wir haben insgesamt 6 Millionen Zapfen und 120 Millionen Stäbchen und die werden auf nur 1 Million Ganglienzellen verschaltet. Das sind diese dickeren Zellen, die ihr unten sieht im unteren Bereich. Ja, und die sind die dann letztendlich als Sehnerv nach unten hin weitergehen, an Richtung Gehirn weitergehen. Das heißt, wir haben eine ganz ordentliche Kompression, wenn man so sagen will, da drin. Und diese Kompression sorgt dafür, dass gerade in diesen äußeren Bereichen, wo die Verschaltung viel stärker ist, dafür gesorgt wird, dass viele Zapfen und Stäbchen zusammengeschaltet werden. Das heißt deswegen, dass ich dort weniger Sehschärfe habe, denn ich kann ja nicht mehr so kleine Strukturen damit unterscheiden, aber unglaubliche Lichtempfindlichkeit und damit einhergeht auch starke Bewegungsempfindlichkeit. Das kennt ihr garantiert auch alle, wenn ihr schon mal in der Mensa wart, zum Beispiel. Und ihr seid da mit ein paar Kumpels in der Mensa einige sitzen schon am Tisch und ihr kommt mit eurem Tablett und denkt, wo sind die denn eigentlich? Und dann guckt ihr in der Mensa umher und da sind Unmengen Leute in der Mensa. Stoßzeit, Mensa. Und was macht dann jemand? Es sitzt jemand da und winkt. Innerhalb dieser riesigen Menge. Und ihr seht das. Das heißt, die Empfindlichkeit ist extrem hoch, wenn ihr jemanden so im peripheren Wahrnehmungsfeld habt und der winkt zum Beispiel. Oder auch Blinklichter werden so sinnvoll. Ne? Blinklichter sieht man auch, wenn man sie im peripheren Wahrnehmungsfeld hat, weil man im peripheren Wahrnehmungsfeld aufmerksam ist für Änderungen, für Blinken oder für Bewegungen. Und das ist eine wichtige Eigenschaft dieses peripheren Wahrnehmungsfeld. Wir können das also so unterscheiden. Peripheres und zentrales Wahrnehmungsfeld sind wirklich komplementär zueinander. Die Eigenschaften sind total gegensätzlich. Die Farbauflösung im zentralen Wahrnehmungsfeld ist hoch, im peripheren eher gering, das habe ich schon mal gesagt eben. Sehschärfe ist in der Mitte hoch, im zentralen Wahrnehmungsfeld, im peripheren ist sie gering. Die Bewegungsempfindlichkeit im zentralen Wahrnehmungsfeld ist nicht besonders hoch, aber im peripheren Wahrnehmungsfeld hoch. Der Zweck geht damit einher, im zentralen Wahrnehmungsfeld nehme ich die Details wahr, das ist da, wo die Aufmerksamkeit gerade ist. Und das periphere Wahrnehmungsfeld ist ganz im Gegensatz dazu zur Aufmerksamkeitsleitung gut. Ja, was hat das für Konsequenzen zum Beispiel bei der Gestaltung von Nutzungsschnittstellen? Wo könnte man das ausnutzen? Man kann das ausnutzen, sowohl positiv als auch negativ. Das heißt, man kann es aktiv nutzen oder es gibt auch Gestaltungsmöglichkeiten, wo einem dann diese Eigenschaften entgegenstehen. Betrachten wir mal vor allen Dingen das periphere Wahrnehmungsfeld und wo kann man da das nutzen, die Vorteile dieser Eigenschaften. Dieses Beispiel sagt das, glaube ich, relativ gut, oder zeigt das relativ gut. Ich frage euch jetzt, wo ist der Cursor? Vielleicht hat von euch jemand auf den ersten Blick gedacht, er ist in der vierten Zeile hinter diesem Wort Lösung des Problems, hinter diesem Ausdruck. Das stimmt aber nicht. Das ist eine Markierungshervorhebung. Er ist ziemlich in der Mitte. In der Zeile, die mit Genauigkeit geopfert beginnt, ist er in dem Wort mit zwischen dem M und dem I. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Warum ist das so schwer zu sehen? Ja, es geht halt in diesem Wust von Zeichen unter. Es gibt hier irgendwie nichts, was besonders auffällig wäre und irgendwie was uns darauf hinweisen würde, wo der Cursor ist. Gucken wir uns das dann mal hier an und jetzt sehen wir auf einmal, oh, das ist überhaupt gar keine Schwierigkeit, den Cursor zu finden. Der blinkt nämlich, ne? Der blinkende Cursor in dem Wort Schnelligkeit sorgt dafür, dass sofort die Aufmerksamkeit dorthin gezogen wird. Und wenn wir den dann haben, den Cursor, dann können wir natürlich an dieser Stelle auch weiterschreiben. Das kennt ihr auch an Mauszeiger. Ihr habt das bestimmt schon mal gehabt, dass ihr auf dem Bildschirm den Mauszeiger nicht mehr gesehen habt, obwohl er drauf zu sehen ist. Was macht man dann? Wenn man bewegt den ein bisschen hin und her und wenn der Mauszeiger hin und her geht, dann sieht man ihn auf einmal wieder. Denn dann setzt diese Eigenschaft der peripheren Wahrnehmung ein mit dieser Aufmerksamkeitssteuerung und man guckt dann unwillkürlich dorthin. Das kann einem zum Nachteil werden,
wenn man sowas hier hat. Ja, Wahnsinnseffekte. Manche Leute stehen da drauf, Übergänge so zu machen. Dann bedeutet das, dass jeder Folienübergang die Aufmerksamkeit extrem auf sich zieht. Gerade wenn man so einen starken nimmt. Folienübergänge bieten sich manchmal sogar an, nämlich genau um zu zeigen, es geht jetzt irgendwie weiter, jetzt ändert sich was, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich das gerade gemacht habe. Und was wir jetzt hier sehen, ist auch ganz was Schreckliches. Ihr seht lauter kleine Bildchen. GIFs sind ja momentan auch wieder beliebt. Früher waren sie schon mal beliebt, so in der Frühzeit des World Wide Web. Und dann gerieten sie völlig aus der Mode und jetzt sind sie wieder beliebt. Allerdings sind das heute andere als diese Bildchen hier. Aber versucht mal, diesen Text zu lesen. Das ist einfach unerträglich, diesen Text zu lesen. Ich mache das mal weg und jetzt kann man den Text auch lesen. Jetzt wird man nicht ständig von irgendwo optisch angeschrien. Das sind richtige optische Schreihälse, die wir gerade da gehabt haben, die von jeder Seite kommen und einen anschreien und ablenken. Was lernen wir jetzt daraus? Problematisch sind blinkende Elemente, wenn sie nicht die Aufmerksamkeit lenken sollen, natürlich. Wenn man das möchte, dann sollte man ein regelmäßiges Blinken machen. Unregelmäßiges Blinken rennt noch stärker ab. Kann man natürlich auch wiederum nutzen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir nicht ablenken wollen an dieser Stelle. Und Animationen sind auch kritisch. Animationen, die schnell sind, unruhig, lenken ganz extrem ab. Besser glatte und gleichmäßig animierte Bewegungen verwenden. Und wenn es möglich ist, Animationen abstellbar machen, sodass man es hinkriegt, auch diese Nutzungsoberfläche noch zu nutzen, obwohl irgendwo ein Objekt ursprünglich mal animiert war. Also wenn man es abstellen kann, dann ist man auf jeden Fall ja auf der sicheren Seite. Ich zeige euch ganz kurz nochmal dieses Bild, weil ich auf das Rechte nochmal eingehen wollte, auf dieses SAP-Bild. Die Firma SAP ist ja bekannt und die stellt Software her für ja eigentlich alles, was man in der Wirtschaft so braucht, von der Buchhaltung bis zur Lagerhaltung, alles Mögliche. Und in einem Redesign seiner Software, was eigentlich sehr gut war, auch im ergonomischen Sinne ziemlich gut war, hatte man die Idee bei SAP, dieses Bildchen einzubauen. Also so ein steter Tropfen, wenn man möchte. Diese Wellenform, wo offensichtlich in der Mitte immer eine neue Welle entsteht. Und dieses Bild war dauerhaft in der oberen rechten Ecke zu sehen. Und die Leute haben gesagt, die sehen verrückt. Obwohl das eigentlich eine relativ harmlose Animation ist. Ja, relativ klein und regelmäßig ist sie auch. Aber die Leute hat das gestört. Und deswegen hat man sich dann bei SAP entschlossen, das rauszumachen. Beziehungsweise man hat das geändert, dass diese Animation das Äquivalent zu dem ist, was bei Windows lange Zeit die Sanduhr war oder jetzt dieser drehende Kreis ist. Also wenn das SAP-System lädt, dann wird diese Animation da durchgeführt. Wodurch kann man Aufmerksamkeit noch leiten, wenn nicht durch diese Bewegung im peripheren Wahrnehmungsfeld? Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Man muss ja zum Beispiel manchmal auch Details wahrnehmen und in Details Unterschiede wahrnehmen können. Zum Beispiel, wenn man eine Reihe von Sträuchern betrachtet und möchte jetzt wissen, wo ist eine Frucht, welche Frucht ist da irgendwo, die ich vielleicht essen könnte, dann ist es wichtig, dass man die von den ganzen Strukturen des Strauches unterscheiden kann. Und das geht beim Strauch auch relativ einfach, denn Sträucher sind in der Regel grün oder bräunlich und Früchte sind häufig rot. Und da eine Unterscheidung zu sehen, ist durchaus ein Vorteil, wenn man das kann. Guckt euch dieses Bild mal an. Wenn ihr hier drauf guckt, müsstet ihr eigentlich sofort eine Kugel sehen, die anders ist. Dieses Phänomen nennt man präattentive Wahrnehmung. Präattentiv heißt vorbewusst, vor dem Bewusstsein. Das heißt, ihr guckt euch nicht etwa das Bild an und macht euch Gedanken darüber, welche dieser Kugeln ist denn irgendwie interessanter als die anderen, sondern das Wahrnehmungssystem macht das schon von selber. Also vorbewusst wird diese Unterscheidung schon gemacht. Und deswegen wird dieses eine rote Kügelchen für euch vorausgewählt. Es gibt eine Aufmerksamkeitsleitung darauf, auf dieses
Kügelchen. Gucken wir uns ein anderes Bild an. Hier, was sehen wir hier? Auch hier sehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kugel, die anders ist. Auch wenn es jetzt nicht die Signalfarbe rot ist, aber hier gibt es eine Kugel, die ist schwarz. Und diese schwarze Kugel fällt auch unter den blauen Kugeln besonders auf. Auch hier gibt es die Vorauswahl. Das heißt, es geht nicht nur bei der Signalfarbe rot, sondern es geht generell bei anderen Untergleichen, kann man so sagen, relativ gut. Auch hier funktioniert es. Auch hier sehen wir eine Kugel, die anders ist als die anderen. Ja, guckt mal gerade einen Moment. Ihr seht bestimmt, die eine Kugel so im rechten Drittel, die ist größer als die anderen Kugeln. Und auch das fällt auf. Das heißt, es ist überhaupt gar keine Schwierigkeit, hier die andersartige Kugel zu entdecken. Die präattentive Wahrnehmung ist sehr stark. Das ist ein sehr starkes Phänomen in der Wahrnehmung, das Besonderheiten, Ausnahmen hervorstechen. Das ist etwas, was wir uns bei der Gestaltung häufiger noch angucken werden müssen, denn man kann damit Gutes erreichen und Schlechtes erreichen, so wie das eben ähnlicher auch schon bei den Animationen war. Mit dem blinkenden Cursor ist es gut und bei diesen schrecklichen kleinen GIFs ist es schlecht. Präattentive Wahrnehmung funktioniert nur dann, wenn es insgesamt genügend Ruhe gibt. Das heißt, wenn eine Sache sich unterscheidet von vielen anderen, die alle gleich sind, funktioniert das gut. Wenn es aber so ist, dass viele unterschiedliche Dinge da sind, viele Schreihälse da sind, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, optische Schreihälse, die unsere Aufmerksamkeit buhlen, dann funktioniert das nicht mehr. Und das sieht man hier gut. Seht ihr hier die eine Kugel, das eine, den einen Kreis, der anders ist? Ganz schwierig zu sehen, dass hier ein Kreis anders ist. Es gibt aber einen Kreis, der anders ist, nämlich hier. Der hat eine andere Farbe als alle anderen. Das fällt aber fast nicht mehr auf. Es ist eher wahrscheinlich, dass ihr all die roten Kugeln mit ihrer Signalfarbe rot als herausstechend irgendwie gesehen habt und die grauen vielleicht am ehesten als Hintergrund oder sowas. Wo kennt man das Phänomen? Zum Beispiel bei Windows 8. Das hier ist der App Store von Windows 8. Der sieht heute auch anders aus. Es gibt ja immer noch diesen App Store, aber heute sieht er nicht mehr so aus. Microsoft hielt es für sinnvoll, den Gestaltern zu erlauben, dass man diese Kacheln, die für die jeweilige App steht, die man sich jetzt installieren kann, dass man diese Kacheln jeweils mit einer Farbe belegen kann. Und das haben die auch gemacht. Und das führt dazu, dass hier einzelne Elemente herausstechen, obwohl sie nicht herausstechen müssten. Also bei mir fällt immer der Audiorekorder oben rechts besonders auf. Der ist irgendwie auffälliger, als er sein müsste. Und auf der anderen Seite ist es total schwierig, hier jetzt noch eine Hervorhebung zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt die irgendwie ein einziges Element herausheben will, aus irgendeinem Grunde, brauche ein Update oder wie auch immer, dann ist es total schwierig, das hier drin zu machen. Denn ich habe hier schon lauter so Schreihälse, die alle einen anblöken die ganze Zeit. Und es wird mir schwerfallen, hier noch absichtlich etwas herauszustellen. Ein anderes Phänomen, was mit der Verschaltung im Auge stark zusammenhängt und auch damit, dass ich weiß, was ich sehe, dass ich mir die wichtigen Teile angucke und nicht die unwichtigen Teile, nennt sich laterale Hemmung. Wir sehen hier nochmal diese Verschaltung und da sind ja immer benachbarte Zellen miteinander verschaltet, vor allen Dingen hier in dieser gelben Schicht da in der Mitte, da passieren so Verschaltungen von benachbarten Zellen und da passiert auch diese laterale Hemmung. Laterale Hemmung ist im Prinzip eine Kontrastverstärkung. Die sorgt zum Beispiel dafür, dass, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier dieses Bild euch anguckt, was ihr hier aus von mir ja seht, da seht ihr ja viele Bereiche, in denen es eigentlich nichts Interessantes zu sehen gibt. Zum Beispiel die Wände oder auch meine Decke, die sind relativ uniform.
Da ist nicht viel Interessantes dran zu sehen. Aber da, wo sich eine Kante ergibt oder da, wo vielleicht ein Riss in der Decke sein könnte oder ein Riss in einer Wand sein könnte, das ist dann wiederum eine Stelle, die wieder interessant ist, da, wo es einen Unterschied gibt quasi. Und diese Unterschiede, die gilt es durch das Wahrnehmungssystem so zu verstärken, dass die beim Wahrnehmungssystem ankommen, also beim Gehirn hinten ankommen und sagen wir mal, die Gleichheit eigentlich relativ ausgebügelt wird oder ausgefiltert wird. Wie funktioniert so eine laterale Hemmung? Ich habe hier ein einfaches Beispiel für laterale Hemmung. So passiert das bei irgendwelchen Tieren, ich weiß es nicht mehr genau, welches es jetzt war, aber die laterale Hemmung bei uns im Auge funktioniert grundsätzlich auf die gleiche Art und Weise, nur dass wir natürlich nicht eine zweidimensionale laterale Hemmung haben, oder nicht eindimensional ist hier in diesem Falle, sondern eine zweidimensionale laterale Hemmung haben und teilweise auch größere Bereiche miteinander verschaltet werden. Aber um das Prinzip zu verstehen, reicht dieses einfache Beispiel hier. Was haben wir hier? Was soll das darstellen? Oben soll die Realität sein. Oben haben wir also eine Fläche, zwei Flächen. Eine ist etwas dunkler und die andere ist heller und die grenzen irgendwie so aneinander. Das wird jetzt abgetastet durch eine Netzhaut und die Punkte, die da drauf sind, sollen quasi die Punkte sein, die man an einer entsprechenden Stelle in der Netzhaut gerade sieht. Man könnte sagen, das sind Messfühler, die ich an den Stellen habe. Und jetzt die Rechtecke, das sind die entsprechenden Sensoren. Die äußeren beiden Sensoren sind deswegen hellblau, weil die für die weitere Betrachtung gleich weniger eine Rolle spielen, weil sie am Rand sind. Aber seht ihr gleich, warum das eine Rolle spielt. Darunter stehen Messwerte, also an der Linie jeweils dran stehen Messwerte. Das heißt, links wird immer eine 4 gemessen und rechts wird jeweils eine 8 gemessen als Helligkeitswerte. So, was passiert jetzt bei der lateralen Hemmung? Bei der lateralen Hemmung hemmt immer einer der Sensoren seine beiden Nachbarsensoren um einen gewissen Teil seines eigenen Sensorwertes, seines eigenen Eingabewertes. Wir nehmen mal der Einfachheit halber ein Viertel. Spielen wir das mal durch. Der linke Sensor hat 4 als Input. Das heißt, der gibt nach links, würde er -1 weitergeben. Er würde um -1 hemmen. Und nach rechts auch. Links haben wir nicht, aber nach rechts -1. Der nächste ist auch eine 4. Und da haben wir also wieder nach links -1 und nach rechts -1. Der nächste ist wieder eine 4. Nach links -1, nach rechts -1. Und jetzt haben wir noch eine 4. Wir wissen es schon, nach links -1 und nach rechts -1. Jetzt haben wir eine 8. 8 Viertel sind 2, also nach links -2 und nach rechts -2. 8 durch 4, 2, -2, -2. 8 durch 4, -2, -2. Und der rechteste, der gibt auch noch mal einmal -2 in diese Richtung und in die andere Richtung, aber nichts. Jo, jetzt können wir ausrechnen. Und jetzt lassen wir die beiden hellen außen vor. Jetzt rechnen wir nur an diesen dunkelblauen. Was haben wir beim linkesten dunkelblauen? Wir haben 4 als Eingabe und dann haben wir von links -1 gekriegt und von rechts auch -1 gekriegt. Also 4 -1 -1 kommt 2 raus. Der nächste, 4, von links -1, von rechts -1, 4 -1 -1, 2. Der nächste ist interessant, 4, von links -1, von rechts -2, also 4 -1 -2, kommt noch eine 1 bei rum. Der nächste, 8, von rechts -1, von links -2, 8 -1 -2, 5. Der nächste, 8, von links -2, von rechts -2, 8 -2 -2, 4. Und für den nächsten gilt das gleiche, 8 -2 -2, 4. So, was haben wir jetzt da? Jetzt haben wir einen Zahlenverlauf, 2, 2, 1, 5, 4, 4. Was haben wir an der Stelle? Wenn wir das jetzt mal wieder in Helligkeitswerte übertragen, haben wir sowas da. Das heißt, wir haben jetzt eine Kontrastverstärkung an dieser Stelle. Das heißt, es ist nicht mehr einfach die eine graue Fläche und die andere graue Fläche, die aufeinander fallen in der Wahrnehmung, sondern die eine wird erstmal noch etwas dunkler, um dann ganz hell zu werden und sich dann auf den anderen Wert wieder einzupendeln. Das heißt, an dieser Stelle ist der Kontrast höher geworden und damit ist die Aufmerksamkeit auf dieser Stelle höher geworden. Was hat das für Konsequenzen?
wenn wir so eine laterale Hemmung haben. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen tatsächlich in der Gestaltung. Und zwar sehen wir die hier in zwei interessanten Beispielen. Das obere ist ein Farbverlauf und ich nehme mal an, ihr seht alle oberhalb des Farbverlaufes so eine Art helle Linie. Das sieht so aus, als würde der Farbverlauf ein bisschen zu hell werden, um dann in einer Fläche weiterzugehen. Das ist nicht so. Wenn man das rein technisch betrachtet, gibt es keine helle Linie hier. Der Farbverlauf ist technisch völlig korrekt. Aber diese laterale Hemmung, die wir im Auge haben, sorgt an dieser Stelle dafür, dass es hier quasi eine Art Überkompensation an dieser Stelle gibt. Die Kontrastfindung schlägt hier ein und baut uns hier einen Kontrast hinein, den wir eigentlich gar nicht haben. Das heißt, wenn wir Farbverläufe machen wollen, dann müssen wir den entweder über die komplette Fläche machen, dann haben wir dieses Problem nicht, oder wir müssen sehen, dass der einen anderen Verlauf nimmt, dass der nach hinten weicher ausläuft. Auch dann kann man dieses Problem vermeiden. Bei der Darstellung darunter ist es auch so, dass, wenn man mal hinsieht, es so aussieht, als würde in Richtung auf das weiße Quadrat hin die graue Fläche erst einmal dunkler werden und dann kommt das weiße Quadrat. Und andersherum, an der anderen Seite, sieht es so aus, als würde zum schwarzen Quadrat hin das Grau erst einmal heller werden und dann kommt das dunkle Quadrat. Auch das ist nicht so. Auch das ist eine solche Überkompensation, eine solcher Fehlsicht durch die laterale Hemmung. Wie kann man das vermeiden, wenn man das vermeiden möchte? Vielleicht ist es an dieser Stelle gar nicht so schlimm. Man kann es dadurch vermeiden, dass man Schlagschatten verwendet. Und man sieht das an dem rechten Beispiel relativ gut, dass am rechten Schlagschatten man keine Probleme hat, während bei diesem linken stark abgegrenzten Schlagschatten es wieder zu dem Problem kommen kann, was wir oben haben. Dass wieder man den Eindruck hat, man würde eine zusätzliche helle Schattenkante oder so eine helle Aura sehen. Das sollte man dann auch vermeiden. Das heißt, Schattenwürfe eher weicher gestalten, wenn man sie verwenden will. Und man sollte sie durchaus verwenden, was wir in der Gestaltung hinterher mehrfach ansprechen werden. So viel zu diesem Video über die Architektur der Wahrnehmung, vor allen Dingen über den Aufbau des Auges und des Wahrnehmungssystems dahinter. Und in den nächsten beiden Videos beschäftigen wir uns nochmal stärker mit der Hypothesenbildung im Auge, denn die spielt noch eine viel stärkere Rolle dabei, zu erkennen, was sich in unserer Umwelt eigentlich befindet und wie sich die Dinge zueinander verhalten.